einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder in meiner Reihe über Dinge, Charaktereigenschaften, Körpereigenschaften, die ich nicht gut an mir finde, die ich gut an mir finde. Und ich hatte ja gestern, glaube ich, für euch eine neue Reihe in dieser Richtung gestartet und würde gerne heute die Fortsetzung drehen. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber immer sehr. Ja, letztes Mal hatte ich etwas über mich erzählt, was mich manchmal nervt und was auch manchmal Streitpotenzial bietet, nämlich, dass ich so ein bisschen zickig bin und ein bisschen nervig bin und eigentlich nicht nur so ein bisschen, sondern ganz schön doll. Und ich führe das darauf zurück, dass mein Sternzeichen nämlich die Jungfrau ist, weil ich glaube daran, dass viele Charaktereigenschaften der Sternzeichen auch stimmen. Was ich nicht glaube ist, und ich möchte auch nicht dran glauben, ist an die Vorhersagen der Sternzeichen. Aber das muss jeder halten, wie er möchte. Ich hatte ja auch schon mal ein Video darüber gedreht, warum ich das nicht wissen möchte. So, jetzt muss ich erstmal wieder einen Schluck Kaffee trinken. Viel ist nicht mehr drin, aber ein bisschen. Genau, heute komme ich aber dann, weil letztes Mal war das ja negativ so ein bisschen sozusagen oder eigentlich auch nicht negativ, es ist auch nicht wirklich negativ, aber darüber drehe ich dann auch nochmal ein Video, warum das eigentlich auch nicht negativ ist. Ich jedenfalls finde das nicht, deswegen habe ich auch nie versucht, meine Zickigkeit und dieses Generve abzustellen, weil es natürlich auch nützlich ist für das Leben. Genau, wollte ich sagen und heute möchte ich aber darüber sprechen, was ich gut an mir finde. Und ich würde da mal so als allererstes die Ehrlichkeit nennen wollen, weil ich finde, dass Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, was für mich durchaus zusammenhängt, sehr wichtig sind im Leben. Einfach um eine Art Verlässlichkeit an der Person auch festmachen zu können. Denn wenn du unehrlich bist, kann man sich weder auf dich verlassen, noch weiß man, was man von dir zu halten hat. Nun möchte ich aber noch dazu sagen als Disclaimer. Ich bin ehrlich und das, glaube ich, kann man schon so sagen. Aber ich denke auch, dass auch ehrliche Menschen lügen. Das klingt so ein bisschen widersprüchlich, aber ich denke, jeder Mensch lügt. Und zwar nicht nur einmal am Tag, sondern mit Sicherheit sehr oft am Tag. Ein kleines Beispiel. Es gibt Menschen, die sind sehr ehrlich und hauen die Wahrheit einfach nur so raus, ohne darüber nachzudenken, was das Gegenüber mit dieser nackten Wahrheit anfängt und anfangen kann, sodass sich der andere beleidigt fühlt, dass sich der andere schlecht fühlt, dass sich der Mitmensch angegriffen fühlt. Oder ich mache mit meiner Ehrlichkeit etwas kaputt, was ich eigentlich erreichen möchte. Ja? Also ich denke, dass alle Menschen lügen und zumindest fast alle. Auch wenn man das gar nicht so realisiert. Was meine ich damit? Will ich jetzt einmal ganz gut ausführen, wann ich lüge. Es ist zum Beispiel, ich würde bei einem Menschen nie sagen, dass ich es furchtbar finde, wie er sich angezogen hat. Oder dass ich ihn wirklich sehr ungepflegt finde. Oder dass ich zum Beispiel in sein Gesicht gucke und denke, oh, der Arme, der hat aber jetzt eine große Nase. Oder dass ich ihm direkt sage, dass ich das, was er mir gerade gesagt hat, nicht so gut finde. Sondern dann würde ich ihm das versuchen, so zu sagen in unserer Kommunikation, dass es nicht so direkt ist. Ja? Sondern dass man es auf beide Seiten ja, dass man es positiv als auch negativ oder dass man es auch ganz neutral versteht. Also ich vermeide es wirklich tunlichst, Menschen mit der Wahrheit bloßzustellen, sie zu verletzen oder sie in irgendeiner Art und Weise negativ darzustellen, sodass der andere damit etwas verbindet, was doch beleidigend ist, ja.
Wir haben schon öfters darüber gesprochen, auch in den Kommentaren. Das ist ähnlich, ja. Wenn du zu ehrlich bist, kommt das bei der anderen Person, nämlich bei mir, so rüber, als sei es beleidigend und ich fühle mich verletzt damit, ja, auch wenn es vielleicht deine ehrliche Meinung ist. Und genauso ist es natürlich auch im wahren Leben. Und das ist ja aber letztendlich etwas verschleiert. Ja, es verschleiert ja sozusagen die Wahrheit und ist dann ja meiner Meinung nach auch eine Lüge. Nun muss ich niemandem sagen, dass ich das nicht gut finde, was er angezogen hat. Wenn er mich aber fragt, na, wie sehe ich denn heute aus? Ich finde das richtig toll. Was sagst du denn dazu? Und da findet schon mal wieder so ein, da findet schon mal wieder so eine Abwägung statt. Sage ich es, dass ich das richtig scheiße finde, was du da angezogen hast? Ja, würde ich nie im Leben so tragen und sieht auch bei dir richtig doof aus. Wenn ich das formuliere, man kann das natürlich auch schöner und besser verpacken, aber wenn er sich doch so daran gefreut hat und erfreut an seiner Kleidung und jeder soll doch bitte das auch tragen dürfen und können, was er gut findet, dann bekräftige ich ihn mit seiner Meinung. Auch wenn das in dem, ich würde dann sagen, ja, sieht toll aus an dir, ist jetzt nicht so meine Farbe, also ich würde da wahrscheinlich das nicht tragen, aber ich finde toll, dass du den Mut hast, das anzuziehen und das sieht auch gut aus an dir, ja, auch wenn es vielleicht doof aussieht, ja. Nun, da gibt es dann immer wieder so zwei Meinungen. Die einen sagen, nee, der braucht jetzt die Wahrheit, ich finde das richtig, das muss ihm einfach gesagt werden. Und der andere sagt wieder, ja, okay, würde ich vielleicht so nicht tragen, aber natürlich kannst du machen, wie du willst, das wäre dann so ein Mittelweg. Oder man macht es so wie ich, was ja dann letztendlich glatt gelogen wäre, und sagt, ja, das sieht gut aus, obwohl ich das eigentlich richtig scheiße finde. Ich finde dieses Wort, ich bin zu viel mit den Jungs zusammen. Rutscht mir immer so raus. Da lüge ich, ja. Ich sage dem das nicht so ins Gesicht, wenn ich sehe, wie sehr er sich freut. Anders ist es, wenn ich tatsächlich um meine ehrliche Meinung gefragt werde und ich das auch signalisiert bekomme. Ich glaube, man kann sehr gut, also oder ich kann zumindest sehr gut beurteilen, ob die Frage ernst gemeint ist, ob wirklich dieser Mensch unsicher ist und von mir die Meinung erwartet. Dann sage ich natürlich, ja, lieber nicht. Aber ich wäge sehr genau ab, weil gerade Kleidung, Aussehen, ist so unendlich ein Thema, was einen Menschen verletzen kann. Und ich finde, das muss nicht sein. Ja, man muss niemanden verletzen, dann lüge ich lieber. So, ist halt so. In solchen Dingen. Aber wenn ich wirklich die um die ehrliche Meinung gefragt, sage ich das auch. Aber ich sage es auch nicht so direkt, oh, das sieht aber scheiße aus. Oder das ist schon selten, dass ich es dann so sage. Oder wirklich nur dann, wenn es auch nur neutral angezogen wird. Einfach nur so aus Jux und Dollerei, ja. Oder einfach nur ein Kleid ist für eine Hochzeit, keine Ahnung. Dann würde ich das natürlich auch ehrlich sagen. Nee, dann sage ich, nee, das sieht echt doof aus oder das sieht gut aus. So, ja, ganz egal, was die Person dann auch, nee, ich finde jetzt aber das besser, ja, also ich finde das andere besser, würde ich dann sagen. Das ist was anderes. Es geht darum, um eine Lüge, wenn eine Person mit dem, was sie angezogen hat, sich gut fühlt, wenn ich das sehe, wenn einfach nur eine Bestätigung von mir erwartet wird, ja. Dann sage ich auch gern, ja, sieht klasse aus, auch wenn ich das für diese Person auch nie so empfehlen würde. Eben um den anderen nicht zu verletzen. Das mache ich sehr gern. Ja, also dann, wenn ich merke, oder nicht weiß, auch unsicher bin, ob die andere Person da verletzt ist, weil ich ihn zu wenig kenne, stimme ich zu. Klar, da würde dann der eine und andere sagen, da hilfst du ihm ja nicht mit dabei. Und das ist ja etwas, wo man doch auch ehrlich sein muss. Das ist ja auch in Ordnung, kann man ja auch so machen. Aber ich mache das halt nicht. Ja? Mir ist das zu unsicher. Ich habe zu viele Menschen gesehen, die dran zerbrechen und die an einer Meinung, an einer Ehrlichkeit, die vielleicht, die ich dann zum Besten gebe, das fast zum Überlaufen bringt. Ja? Weil es eben wichtig ist, was ich denke für die andere Person. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ja? Da fühle ich mich auch gar nicht für gemacht und kann das gar nicht abwägen und abschätzen. Und da ist mir die Verantwortung zu groß. Das ist übrigens wieder ein Fehler an mir, eine Charaktereigenschaft, dann müssen wir auch darüber sprechen, Verantwortung. Also das ist dann wieder etwas Negatives. Macht mir nächstes Mal Kaffee. Aber ich bin, würde ich mal behaupten, ziemlich ehrlich,
und damit auch verlässlich, was der tägliche Umgang mit mir betrifft. Also, was meine ich dann noch genau damit? Muss man einfach bei diesem Thema weiter diagnostizieren. Ich glaube, man kann sich auf mich verlassen. Und weil ich halt auch Dinge ehrlich wiedergebe, die passiert sind. Also wenn ich etwas gemacht habe, dann muss ich auch, wenn es sehr unangenehm ist, dazu stehen und kann nicht einfach sagen, das war ich nicht, das war der andere. So, eine glatte Lüge. Sondern wenn ich etwas verbrochen habe, das ist ja jetzt nicht etwas, wo man sagt, ja, oh, ich habe da jetzt eine ganz schlimme Sache gemacht. Das sind ja so Kleinigkeiten, ja. Wer hat denn jetzt hier das Messer da so dreckig liegen lassen? Entweder sage ich gar nichts oder ich tue so, als sei das jemand anders gewesen. Das wäre ja glatt gelogen. Das sind ja so Kleinigkeiten, wo man gar nicht lügen muss. Oder wenn ich das Messer da abliegen lasse, sage ich, das tut mir echt leid, manchmal so ein bisschen unordentlich, dann lasse ich das da, dann sage ich das, ja. Ich finde nämlich, dass Lügen schon im kleinen Bereich nicht gut sind. Wenn man einmal lügt, dem glaubt man wirklich nicht mehr. Also ich kenne das auch, ja. Und das ist einfach nur richtig scheiße, weil du gar nicht schon wieder, weil du einfach gar nicht abschätzen kannst, was die Person, wenn du dich mit der unterhältst, ob das nicht gelogen ist und ob das wirklich so passiert ist. Und da finde ich auch schon so ein bisschen den Bereich Übertreibungen mit hineinspielend. Ja, also etwas zu übertreiben, und dazu neige ich auch, wird auch in meinen Bereich nochmal, wird auch nochmal ein Video wert sein. Ich übertreibe leicht, ja, also und auch das ist ja schon gelogen, ja, weil es einfach eine Beschreibung von einem Ereignis darstellt, was so tatsächlich nicht passiert ist, sondern ich habe ein Ereignis maximiert. Und wenn das der Nächste dann auch noch macht, entsteht bald eine Beschreibung von einem Geschehnis, was total nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Das gehört auch schon zu Lügen. Aber ich glaube schon, dass ich im täglichen Umgang mit meinen Mitmenschen ehrlich bin, und dass man sich deswegen auch darauf verlassen kann, was ich sage. Das ist mir sehr wichtig. Ich finde Menschen, die lügen, einfach und auch schon in diesem Bereich mit Messer liegen lassen und war ich nicht und das war der andere oder ich habe das nicht gemacht und man hat es vielleicht doch gemacht oder hast du das gemacht und man erinnert sich nicht und sagt dann einfach, nee, das war ich nicht, auf gar keinen Fall, sondern ich bin da immer der Mensch, der dann sagt, ja, nee, also ich glaube, ich war es nicht, aber kann sein, ich bin nur ein bisschen beknackt. Ja, ich erinnere mich da nicht so dran vielleicht, vergesse auch vieles, aber eigentlich nicht, aber kann schon sein, weil ich eben weiß, dass ich viele Dinge auch vergesse, die ich vielleicht mal verbrochen habe. Es sind halt so viele Sachen halt verbrochen. Das hört sich dann so kriminell an. Nein, ne, halt so kleine Sachen. Hast du den Schlüssel genommen? Fragt mein Mann mich immer. Ich habe den Schlüssel nicht genommen, den hast du selber irgendwo hingelegt. Und dann sage ich dabei immer dazu, kann aber sein, ich bin wirklich schusselig und das kann schon sein, weil bin ich wirklich, vergesse es dann. Ja. Aber wenn man dann Stein felsenfest behauptet, ich habe das nicht genommen, ist es für mich auch schon wieder so ein bisschen unzuverlässig, weil man ja das dann glaubt. Ja. Aber manche Menschen sind wirklich dann davon überzeugt, dass sie es nicht gemacht haben. Und dann haben sie es aber doch gemacht. Trotzdem, ich finde, auch das spielt in den Bereich der Ehrlichkeit mit rein. Man muss sich selbst auch manchmal anzweifeln und keiner von uns ist gefeit gegen solche Sachen. Also es sind halt so Kleinigkeiten, wichtige Dinge im Leben, wo ich glaube, dass ich da schon einiges richtig gemacht habe und auch richtig mache. Aber nichtsdestotrotz lügen wir alle. Ja, da dürfen wir uns auch nichts vormachen und das ist auch manchmal gar nicht so verkehrt, wenn es im zwischenmenschlichen Bereich passiert, wo es jemanden anders verletzen könnte, wenn man zu ehrlich ist. Da streiten sich die Geister und ich bin jetzt auch keiner, der behauptet, den Heiligen Gral erfunden zu haben, aber Heiligen Gral erfunden zu haben. Aber das ist so mein Lebensprinzip, ja, dass man, denke ich, wenn ich was sage, mir das auch glaubt, ja, dass es so war, wenn man mir irgendetwas, ja, mir eine Frage stellt oder wenn ich etwas gemacht habe oder wenn jemand anders was gemacht hat und etwas
Verlässliches zu tun im Leben ist, glaube ich, wichtig. Also eine Person zu sein, wo man, der man auch vertrauen kann und der man auch Dinge anvertrauen kann und der man auch Dinge sagen kann und erwarten kann, dass ich dann auch ehrlich kommuniziere. Aber immer, ne, in Abwägung dessen, den anderen nicht zu verletzen. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Und dann kann man auch die Wahrheit mal so ein bisschen verdecken, bedecken und versuchen trotzdem mit einer gewissen Art und Weise ehrlich zu bleiben. Verpacken ist das richtige Wort. Ja, so, das ist so meine Geschichte, wo ich denke, doch, das ist, glaube ich, etwas in meinem Leben, wo ich immer sage, ich bin ehrlich und ich brauche die Ehrlichkeit. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, wo ich schon angelogen worden bin, ja, wo man glatt gelogen hat, also gesagt hat, nö, das war ich nicht und dann war der das doch. Oder das habe ich nicht gemacht, hundertprozentig nicht. Und dann war es doch, ist es doch diese Person gewesen. Oder allein schon, wenn ich sage, ich bin um 17 Uhr da, ja, dann bin ich auch um 17 Uhr da. Auch das ist, hat etwas mit Ehrlichkeit zu tun, weil sonst lüge ich doch auch da. Dann ist doch auch etwas, wo man sich nicht darauf verlassen kann. Also, wenn man mich etwas fragt und wenn man mit mir umgeht und wenn man mit mir im täglichen Umgang ist, kann man sich auch darauf verlassen, dass das, was ich sage und was ich mache, ehrlich ist, ja. Aber wie gesagt, so richtig ehrliche Menschen, die wirklich nie lügen und die oder kaum, ja, wirklich, wie gesagt, wir lügen alle. Aber Menschen, die einfach nur alles blank darlegen, das ist gefährlich, ja, wirklich gefährlich. Sollte man aufpassen, um sein Gegenüber eben, ja, um das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen ehrlich zu bleiben, aber doch nicht so kalt und so nackt, ne? So ein bisschen überlegen, was man da sagt. Gut, mein Lieben, das war ein kleiner Ausflug in das Positive, würde ich mal so sagen, was ich von mir denke. Und die Reihe geht natürlich nächstes Mal wieder dabei weiter mit einem Teil, was negativ ist, wieder an mir. Ich hoffe, dass es euch Spaß gebracht hat. Wenn das der Fall ist, abonniert gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich riesig freuen. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!